Das ist einer der genialsten Fußballer, die wir jemals auf dem Fußballplatz gesehen haben. Er selbst hat die Trikotnummer 24 Jahre lang gesperrt. Wahnsinn, oder? Ein früherer Everton-Fan, der dann aber zur Liverpool-Legende geworden ist. Was steckt hinter dieser Geschichte? Laura inspiriert und nimmt heute wahre Romantiker des Fußballs unter die Lupe. Wir haben für euch nämlich eine Elf zusammengestellt mit Spielern, die nur für einen einzigen Verein gekickt haben, und den Start macht dabei eine absolute Kultlegende Brasiliens, Harald. Rogério Ceni. Der torgefährlichste Torhüter der Welt, der hat beim FC Sao Paulo von 1990 bis 2015 unfassbare 131 Tore in 1256 Spiele erzielt. Ich weiß nicht, welche Zahl beeindruckender ist. Ich auch nicht. Hat eigentlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt, nämlich ab 2005, glaube ich, in jeder Saison einfach getroffen. 2005 hat er 10 Saisontore gemacht. Das ist schon brutal. Auf die Schnelle, welche torschießenden Goalies fallen dir so ad hoc ein? René Higuita. Ja. Rogério Ceni. Ja. Jorge Campos. Der Stürmer, ne? Ja, das ist ja das Geile. Der Jorge Campos, ein absoluter Kultgoal in Mexikos, 1,70 Meter nur groß, hat, glaube ich, auch des Öfteren eben als Stürmer gespielt. Genau. Und wenn er im Tor gespielt hat, mit so kurzen Ärmeln, die so bis daher gegangen sind ungefähr. Ja. Gefährliche Antwort. Gilavert. Ja, stimmt. Hat auch noch Freistöße geschossen, kann ich mich noch erinnern. Hans-Jörg Butt auch. Und man darf nicht vergessen, Jens Lehmann hat zumindest einmal getroffen, Otto Konrad hat getroffen, auch ein Martin Freisel beim FAC. Jörg Siebenhandel auch getroffen. Also es gibt doch einige Goalies, die eben auch als Torschützen schon in Erscheinung getreten sind, und Rogério Ceni, der eben wirklich in einer sehr hohen Zahl, 131 Tore für den Brasilianer, der wirklich auch sehr erfolgreich war beim FC Sao Paulo. Vor Ceni schicken wir ein 4-3-3 aufs Feld, und in der Verteidigung startet auf rechts Carles Puyol, ein absoluter Leader des FC Barcelona, der aber wirklich extrem lange auf seinen ersten Titel hat warten müssen. 27 Jahre war er schon alt, als er den ersten Titel gefeiert hat, aber dann sind doch noch 3-4 weitere dazugekommen. Und weißt du, weshalb das passiert ist? Ja, weil der FC Barcelona dann die beste Mannschaft der Welt war, obwohl er Lionel Messi gezahlt hat. Es ist der Messi-Effekt eingetreten, denn nachdem Lionel Messi 2004, 2005 sein Debüt für die Katalanen gefeiert hat, dann ging es erst richtig los. Auch bei der Titelsammlung von Carles Puyol hat dann insgesamt 23 Titel mit dem FC Barcelona gesammelt, und für mich so der Musterprofi der alten Schule. Ja, hat mich immer wieder gewundert, wenn man mit seinem unförmigen Körper eigentlich Fußballprofi werden kann. Findest du, dass der so unförmig war? Ja, also wenn etwas auffällig war, war ja eher die Matte. Die Matte, ja, aber die Proportionen, es war irgendwie nicht, hat, finde ich, nicht ganz passt. Und dennoch sehr, sehr erfolgreich gewesen, Carles Puyol, und wie gesagt, nur für den FC Barcelona gekickt. Neben Puyol hat es auch eine Rapid-Legende in unserer Elf geschafft, nämlich Peter Schöttl. Ein Leben, lange Zeit in Grün-Weiß. Ja, Peter Schöttl ist eine riesige Rapid-Legende. Vielleicht aufgrund seines nicht überbordenden Charismas nie den Stellenwert, oder hat nicht den Stellenwert, den er sich verdient hätte. Aber es ist schon Wahnsinn, wenn du da die Zahlen gibst. 539 Spiele für Rapid, Debüt 1986 schon unter Otto Baric. Er wurde dreimal Meister, zweimal Cupsieger. Letztes Bundesligaspiel von Peter Schöttl wurde er von Lothar Matthäus eingewechselt für Günther Schießwald. Work, oder? Auch schön. Das wäre ein Paralleluniversum gefühlt, oder? Hey. Und Trikot Nummer 5 wurde dann auch für 10 Jahre nicht vergeben. Seine Nummer von Peter Schöttl. Es wurden dann sogar 12 Jahre, und der erste Kicker, der die 5 dann auch wirklich genommen hat, Thanos Spetzos. Mhm. Kurzer Exkurs, Retired Trikots, was hältst du davon?
Ja, wenn, dann muss es einfach durchgezogen werden. Es ist, ist natürlich dann immer auch schwer, wenn du mittlerweile Spieler mit Nummern so verbindest, dass es eine Marke ist. Sprich, wenn jetzt der Real Madrid die 7 von Raúl gesperrt hätte, was hätte dann Cristiano gemacht? Also, CR7 heißt er. Ja, Cristiano, CR7. Ja, CR7, na wirklich. Also der ist ja im Grunde auch gekommen als CR9, hat er noch die Nummer 7, hat er noch Raúl gehabt in der ersten oder zweiten Saison von Cristiano und dann hat er erst die 7 bekommen. Schwierig, aber wenn, dann musst du es wirklich strikt durchziehen. Und da sind wir einfach schon bei unserem nächsten Spieler, den von Grün-Weiß zu Rosso Neri. Er war und ist nach wie vor das Gesicht der AC Milan, Paolo Maldini. Dem hat man die Trikotnummer aber wirklich dann auch gesperrt, also für mögliche Nachfolger. Naja, er selbst hat die Trikotnummer 24 Jahre lang gesperrt beim AC Milan. Oder? Also das ist, ich finde es ja geil, dem ist ja das Fußballspielen wirklich auch in die Wiege gelegt worden. Ja, Papa Cesare, schon große Legende und Sohn Daniel, naja, aber auch für Milan gespielt, also drei Milan-Generationen, großartig. Ja, mittlerweile gemeinsam über 1000 Serie A-Einsätze auch von Vater Cesare Paolo und Sohn Daniel. Wie groß, ich meine, du bist ja eher der große Calcio-Fanatiker, wie groß ist wirklich das Standing von Paolo Maldini im italienischen Fußball? Gibt es da eigentlich irgendwas noch drüber? Wenig, aber es ist diese ganze Verteidiger-Generation, ich meine, Franco Baresi und Paolo Maldini beim AC Milan und dann noch Costa Curta, das ist schon... Alessandro Nesta, den du jetzt einfach mal auch... Stimmt, Nesta einfach vergessen, weil der hat ja nur 700 Spiele, glaube ich, gemacht wahrscheinlich. Das ist schon übermenschlich groß. Finde ich nämlich auch. Und das war eben auch die große Zeit der Defensivkultur im italienischen Fußball, mitgeprägt von Paolo Maldini. Zum Abschluss unserer Verteidigung ein früherer Everton-Fan, der dann aber zur Liverpool-Legende geworden ist. Was steckt hinter dieser Geschichte, hinter diesem Teasing von mir, Harald? Der Mann Jamie Carragher. Das finde ich auch sehr kurios. Der ist in einer Everton-Familie groß geworden. Das hat er dann auch in einem Interview Jahre später, als er, glaube ich, schon im Nachwuchs von Liverpool gekickt hat, dann auch offenbart. Also das war kein Geheimnis. Das ist auch offen so kommuniziert worden. Aber irgendwann hat er sich dann eben auch angefreundet, glaube ich, eine Reds-Legende zu werden. Ja, soll Schlimmeres passieren, ne? Ja, ich meine, 737 Spiele, 4 Tore hat er erzielt, Quote ist mäßig gut. Traf alle 15.836 Minuten und dennoch sehr, sehr viele Titel geholt. Richtig, ja, und vor allem dieser Champions League Titel bleibt für immer unvergessen. Auch da Paolo Maldini auch eine Rolle mitgespielt. Aktuell, wenn ich jetzt da an Jamie Carragher denke, dann sehe ich ihn eigentlich nur noch in einer Kombination mit Kate Upton, mit Thierry Henry und mit Michael Richards bei CBS Sports. Das ist wirklich das beste Expertengespann, das es, glaube ich, im Fußballgeschäft auf diesem Planeten momentan gibt. Knapp vor uns. Ja, aber trotzdem ein Vierergespann. Sagen wir, das ist das beste Vierergespann, wir sind das Zweiergespann, aber das beste Vierergespann ever. Ja. Also ich bin ein großer Fan davon, muss man suchen. Ja, Bariasek, Melich, Prohaska, Bayer. Ja, aber die sind eigentlich nie zu viert im Studio. Wenn, dann eher sehr selten. Da ist ja wirklich diese Konstellation, dieses Vierergespann. Ah, ist einfach geil. Schaut es euch an auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok, überall. Da gibt es genügend Snippets von den verschiedenen Sendungen, moderiert von Kate Abdo. Wir switchen von der Verteidigung in das Mittelfeld und bleiben auf der Insel. Paul Scholes und Manchester United. Eine Sportehe, die auch dank Alex Ferguson, glaube ich, so lange hielt, beziehungsweise ja, er hat im Grunde Paul Scholes so gefördert, dass er auch zu diesem Spieler geworden ist. Ja, Mitglied dieser legendären Class of 92, der auch die Nevilles und Giggs und Beckham angehören. Hast du die Beckham-Doku gesehen? Ich habe sie erst die erste Folge gesehen, okay. Also ich habe da noch einiges nachzuholen. Naja, ich habe die letzte noch nicht gesehen, aber ist geil. Finde ich auch, also extrem gut gemacht und da sieht man auch einen sehr, sehr jungen Paul Scholes. Es gibt keinen Menschen, der britischer aussieht als Paul Scholes zu jener Zeit.
Stimmt, der Paul Scholes kann es nicht abstreiten. Ja, und er war auch extrem erfolgreich. Was habe ich mir da rausgesucht? 10-mal Meister, 2-mal die Champions League geholt, 2-mal Clubweltmeister. Und kurios ja auch, dass er im Grunde 2011 schon seine Karriere beendet hatte und dann ein Jahr später, beziehungsweise Anfang 2012, dann nochmal gesagt hat, du, ich kick weiter. Im Sommer sogar verlängert hat bis 2013 und damit auch Teil der bis dato letzten Meistermannschaft von Manchester United war. Schon eine geile Geschichte. Weiter geht's neben Paul Scholes mit einem weiteren Österreich-Link, nämlich Marcel Koller. Der erlebte eine richtig erfolgreiche Zeit bei den Grasshopper aus Zürich. Genau, Grasshopper Club Zürich. Marcel Koller, eine wirklich Legende, 7-mal Meister, 5-mal Cupsieger geworden. Also es für die, die ein bisschen jünger sind, es gab Zeiten, bevor IB Bern alles gewonnen hat. Beziehungsweise FC Basel. Bevor der FC Basel alles gewonnen hat. Und da war die Schweizer Liga durchaus attraktiv. Und ja, er hat auch unter anderem unter Kurt Jara gespielt. Er hat gemeinsam mit Kurt Jara und unter Kurt Jara gespielt, also beides. Auch unter Ottmar Hitzfeld und Christian Groß, also schon auch sehr bekannte Trainer, die sicherlich Marcel Koller auf seinem weiteren Weg auch geprägt haben. Ich erinnere mich noch extrem gut zurück an die 90er Jahre, als die Grasshopper in der Champions League für Furore gesorgt haben. Da waren so ein paar Spieltage dabei, wo viel über die Schweizer gesprochen worden ist, weil die da knapp dran waren, glaube ich, auch ins Viertelfinale einzuziehen. Aber das war eine große, große Ehre damals. Sind nach wie vor Rekordmeister. Aber seit 2003 ohne Titel. Also liebe Rapid-Fans, es gibt sogar noch Vereine, es gibt noch Rekordmeister auf dieser Welt, die noch lange auf einen Titel warten. Oder willst du jetzt die Rekordmeister-Thematik vielleicht nochmal aufbrechen? Schauen wir nicht. Also, unser Mittelfeld komplettiert ein weiterer Ex-United-Kicker mit Ryan Giggs, obwohl der einst fast beim Stadtrivalen landet. Beziehungsweise eigentlich ist er so ein bisschen auch bei Manchester City gelandet. Genau. Ein City-Scout hat ihn entdeckt und in die eine Kooperationsschule von Manchester City geholt. Aber unterschrieben hat er nie bei Man City. Vertrag lag schon vor. Aber du hast es ja schon gesagt, Alex Ferguson kam dem zuvor, was ja auch bei der David Beckham-Doku rausgekommen ist, dass ein Alex Ferguson sich ja auch wirklich um extrem junge Spieler eigentlich so bemüht hat, dass er zu denen zu Hause zu Besuch war und sie überzeugt hat, bei Manchester United langfristig zu unterschreiben. Also das, keine Ahnung, ob das nach wie vor so gemacht wird, dass irgendwie, was, keine Ahnung, ein Jürgen Klopp, ein Pep Guardiola zu einem 13-, 14-Jährigen in Manchester oder Liverpool geht und die Spieler versucht zu überzeugen. Aber das finde ich schon bemerkenswert. Ja, und nicht nur das, sondern sich ja dann auch, als sie im Nachwuchs schon gespielt haben, um diese jungen Burschen gekümmert hat. Mhm. Also echt so ein bisschen Vaterersatzfigur war. Wobei Ryan Giggs Vater ja auch Sportler war. Er war Profi-Rugby-Spieler. Das ist auch der Grund, warum Ryan Giggs, der ist ja gebürtiger Waliser und sein Vater war Profi-Rugby-Spieler, wechselte in den Ballungsraum von Manchester und so kam es eher eben zu dieser Verlinkung mit Manchester City zunächst und dann mit United und ja, später 36 Titel mit den Red Devils geholt und mit 963 Spielen nach wie vor Rekordkicker von United. Es gibt für was 44 Spieler, gibt's, die über 1000 Pflichtspiele absolviert haben in der Geschichte des Fußballs. Ryan Giggs ist einer davon. So ist es, weil da kommen eben auch noch viele Länderspiele dazu. Für Wales mit. Defensive und Mittelfeld stehen. Weiter geht's mit dem Offensivtrio und Francesco Totti. Der achte König Roms debütierte mit 16 Jahren und entwickelte sich danach zur Vereinsikone der Romanisti. Ja, ich habe Francesco Totti in Wiener Neustadt Fußballspielen gesehen. Und im Stadio Olimpico. Und wo hat er dir besser gefallen? Im Stadio Olimpico. Wieso? War es damals die Teddybären und Plüsch Arena? Das war davor noch. Okay. Ja, aber wieso, was war... Die Roma hat regelmäßig Trainingslager in Österreich absolviert. Ja. Und da haben sie einfach ein Testspiel in Wiener Neustadt, damals gegen die Austria, gespielt. Ja. Ende der Geschichte. War jetzt nicht so spannend. Ja, trotzdem. Ja, doch. Wie ist es ausgegangen? Gut.
Ja? Ja, es ist gut ausgegangen. Gut. Da ist ja das Bemerkenswerte, dass er bei einem Verein geblieben ist, der jetzt nicht wirklich große Erfolge hat feiern können. Er ist Meister geworden mit der Roma, klar, er ist dadurch eben auch zur Vereinsikone geworden, dass er geblieben ist bei den Römern, aber es hat ja schon auch Baggerversuche anderer Vereine gegeben, dass er vielleicht doch zu einem noch größeren Verein geht. Ja, vor allem Real Madrid hätte ihn gerne als weiteren Galactico vorgestellt. 2001 das erste Mal, dass Florentino Perez angeklopft hat und 2004 da hat man dann so ein bisschen auch schon kommen sehen, dass die kommenden Jahre wohl eher weniger erfolgreich werden bei der Roma. Da ist es eher bergab gegangen. Da hat Real Madrid nochmal angeklopft und da war laut Francesco Totti, war man sich zu 80% bereits sicher oder man war zu 80% bereit, zu Real zu gehen. Warum ist er dann doch nicht zu den Königlichen gewechselt? Weil er einfach Rom so sehr liebt. Ja, das und? Ich glaube, war das eine Biografie? Ich weiß nicht, ein Zitat aus jener Zeit. Ich habe schließlich auf mein Herz gehört. Ich habe mich für diese Fans, für meine Freunde und meine Familie entschieden. Ich wollte es anders machen als die anderen großen Spieler, die sich den allergrößten Clubs anschlossen. Ich wollte immer für meine Mannschaft spielen. Das ist schon schön. Ja, na, finde ich cool. Ich finde es immer find's lustig. Daniele De Rossi, selbst eine Roma-Legende, war ja immer Il Capitano Futuro, Okay. der zukünftige Kapitän. Ja. Und der war dann schon 36. So, ja, wenn der Totti aufhört, wirst du dann sicher Kapitän einmal. Ja, Alter, ich bin selber seit 20 Jahren schon da. Ja. Aber gut. Der wechselte zum Abschluss seiner Karriere dann nochmal, ja, legendär zu die Boca Juniors. Ja, also der Daniele De Rossi, eigentlich ein geiler Move dann am Ende der Karriere nochmal. Nein, war schon eine beeindruckende Karriere von Francesco Totti. Wenig Titel gesammelt, aber der Name Totti in Rom eben auf Lebenszeit, beziehungsweise noch viel weit drüber hinaus, eine Marke und ein Name, den man kennen wird in der ewigen Stadt. Neben Totti ein Hamburger Original, Uwe Seeler, ein Leben für den HSV, aber ein Spiel für Cork City, da haben wir ein bisschen gecheatet. Ja. Wie ist das gekommen? Uwe Seeler im Grunde ja aufgewachsen beim HSV mit 10 Jahren, dann die ganze Karriere über bei den Hamburgern gespielt, 1972 seine Karriere beendet und was ist dann passiert? Uwe Seeler war ja beruflich mit Adidas verbunden und Adidas hat ihn gebeten, als Gastspieler bei Cork City ein Spiel zu spielen. Uwe Seeler hat zugestimmt, hat einen Doppelpack erzielt und ist eigentlich erst später drauf gekommen, dass es ein Pflichtspiel war, weil es zu dem Zeitpunkt in Irland einfach möglich war, Gastspieler zu nennen für Meisterschaftsspiele. Ja, wie geil ist die Geschichte? Du holst für eine Partie eine Legende, die eigentlich vor 6 Jahren schon die Karriere beendet hat, nochmal zurück aufs Spielfeld. Das ist in etwa so, als würde, keine Ahnung, Rapid holt Ronaldinho für ein Wiener Derby nochmal aufs Tableau. Ja, aber ich meine, man muss dazu sagen, Uwe Seeler hatte Adidas ja schon einiges zu verdanken, weil 1965 hat sich Uwe Seeler die Achillessehne gerissen und zu dem Zeitpunkt war das eigentlich fix das Karriereende, wenn es da die Achillessehne reißt. Und Adidasler hat selbst einen Schuhhand gefertigt, einen Spezialschuh, mit dem Uwe Seeler ein halbes Jahr später wieder auf dem Feld gestanden ist. Also da gab es eine enge Verbindung, glaube ich, auch eben mit Adidasler, nicht nur mit Adidas generell, mit der Marke, sondern eben auch eine lange Partnerschaft. Und die gipfelte eben in diesem einen Spiel für Cork City gegen die Shamrock Rovers. 2-6 hat man verloren, aber Uwe Seeler mit einem Doppelpack genetzt. Und zum Abschluss unserer One Club Man Answer Panier. Thomas Müller, seit 2008 bei den Bayern, oftmals abgeschrieben, aber er kam immer wieder zurück. 33 Titel mit den Bayern geholt, ist okay. Das ist gut, ja. Das ist gut. Ich glaube, der 32 Titel, ein Titel ist mit der Nationalmannschaft. Also, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber er ist mit 33 Titeln der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Kann man trotzdem stehen lassen, ist gut. Ja, ist gut. Der Raumdeuter. Wie würdest du den Spielstil von Thomas Müller einem Nichtwissenden versuchen zu erklären? Auf den ersten Blick wirkt das ja jetzt ja nicht so High-Level-mäßig. Thomas Müller ist einer, der vor allem die Leute um sich herum besser macht. Auch wenn es einem auf den ersten Blick gar nicht auffällt, dass er es ist.
Ja, es ist das Heftige ist ja, es ist eben schwer, die Rolle von Thomas Müller zu interpretieren. Einerseits auf dem Platz, wo ist er jetzt wirklich aufgestellt? Ist er am Flügel, ist er hinter den Spitzen? Ist er ein Stürmer? Was macht er eigentlich? Warum schaut das alles so komisch aus? Weil ich sage es dir so, das ist einer der genialsten Fußballer, die wir jemals auf dem Fußballplatz gesehen haben. Denn auch wenn es vielleicht jetzt nicht ganz elegant aussieht, es ist rein von der Kreativität her, was der für einen Spielwitz auch mitbringt, gibt es kaum Spieler, die das, glaube ich, auch wirklich so verkörpern wie ein Thomas Müller. Der hat ja nicht nur unfassbar viele Tore erzielt, sondern der hat ja gleich viele Assists beigesteuert. Also ich glaube, der hat über 500 Scorer-Punkte in seiner Zeit beim FC Bayern abgespult. Und ich habe mir damals gedacht, dass Pep Guardiola zu den Bayern kam, dass das schwierig wird, weil Pep braucht ja dann doch eher schon kreative Spieler, aber ich hätte mir nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Hat es aber. Mhm. Dabei war er unter Kovac fast weg. So ist es. Dann kam eben Niko Kovac, das hat dann nicht so gepasst, hat Thomas Müller scheinbar auch als Notnagel bezeichnet. Aber Niko Kovac war dann schnell Geschichte. Hansi Flick hat übernommen. Der Rest der Geschichte ist, glaube ich, ist eine Erfolgsgeschichte. Dann die Sextupel-Saison von den Bayern mit einem wieder stärkten Thomas Müller, der Jahre davor auch ein Angebot von Manchester United hatte, von Louis van Gaal. Der wollte ihn nämlich zu den Red Devils holen. Angeblich 100 Millionen Euro bot Manchester United für Thomas Müller und die Bayern haben da ganz klar abgesagt und das war eben auch ein Statement. Da war Thomas Müller scheinbar sehr beeindruckt und ja, mittlerweile eine absolute Legende des FC Bayern München. Das soll es dann aber auch gewesen sein. So schaut unsere One Club Man Answer Panier aus. Was soll als nächstes paniert werden? Eure Ideen rein damit in die Kommentare und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Lola 1 paniert.